Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von dem Projekt Kalander in SolidWorks. Wir werden heute die Walzen machen, die obere wie auch die untere. Nun fangen wir mal an mit der Oberwalze. Nehmen uns wieder ein neues Bauteil. Und nehmen wieder die Ebene vorne und machen uns erstmal eine schöne Konstruktionslinie quer durch. Zentrieren die Ebene noch ein wenig. Dann können wir auch schon anfangen mit dem Zeichnen. Wir können natürlich jetzt einmal alles rundherum zeichnen oder halt schön von aufgesetzt, dass wir so eine Art Tonne bauen. Ha, sogar direkt getroffen. Super. Ja, dass wir uns halt das tonnenmäßig aufbauen. Das heißt, wir fangen erst in der Mitte an, machen das große und dann immer aufgesetzt weiter klein. Ich möchte euch aber hiermit zeigen, dass es auch anders geht, auch dass es auch eine einfache Methode gibt, wie zum Beispiel, dass man anfängt, irgendwie erstmal zu zeichnen. Ich mache es jetzt ganz übertrieben. Werde das gleich sowieso noch mal neu machen müssen, weil die Maße ja jetzt nicht stimmen. So. Wir zeichnen das auf einer Hälfte, auf der Mittellinie. Wir könnten auch diese Mittellinie nehmen, um hier die Maße danach zu bemaßen, was auch gut ist, das werden wir auch tun. Fangen wir doch einfach erstmal an. Wir nehmen die Mittellinie und bemaßen die. Wir haben hier ein Maß von 50. Und ich habe ja gesagt, wir bemaßen ja auch das Maß. 50 durch 2. Damit wir genau in der Mitte sind und die sich nicht mehr wegbewegt. Das nächste Maß ist von hier nach hier 45,5. Ja, sieht ein bisschen größer aus. Wir machen aber, na komm, wir wollen ja keine Bemaßung jetzt machen. Wir wollen jetzt ganz einfach das nur wieder verknüpfen. Verschmelzen das, passt. Genauso wie das. Können wir auch direkt verschmelzen, passt auch. Wir wollen natürlich auch die Seite noch bemaßen. Dann haben wir nämlich unsere Komplettlänge. Na komm. Ja. Machen wir es einfacher. Nehmen das Maß weg. Wie man sieht, haben wir hier irgendwas bemaßt, was wieder nicht sein soll. Kein Problem. Fangen wir nochmal an. Haben wir es jetzt hingekriegt, jawohl, 127 und schon haben wir die komplette Länge.
Also merkt man, dass diese 50 gar nicht in der Mitte sind. Was ja auch sein kann. Diese Welle kann ja auch nicht unbedingt in der Mitte liegen. Also bemaßen wir alles von hier vorne, wie zum Beispiel die Bohrungen, die kommen werden, oder die erste Abstufung, wie diese mit dieser. Das sind 8. Haben wir schon mal die erste. Die nächste wäre zu diesem Punkt. Mit 17. Jetzt kommt ein großer Schritt. Das heißt, ich muss diesen Punkt einmal entfernen. Heißt, der Punkt mit dem Punkt ja, genau, das war nämlich ein Fehler von mir. Der Punkt mit dem Punkt sind nämlich 37. Und dann würde nämlich noch ein kleiner kommen. Wenn ich mich jetzt nicht vermalt habe, haben wir noch einen Punkt, genau den hier. Es nochmal so. Der Punkt mit dem Punkt bemaßen. Hat nämlich 43. Zack. Und schon stimmt wieder alles. Jetzt müssen wir die Höhen angeben, also die Durchmesser. Ja, so. Vorne haben wir einen Durchmesser von 14. Natürlich dabei jetzt auf die Hälfte berechnen durch 2. Der nächste ist 18. Durch 2, dann stimmt das wieder. Der nächste Punkt ist 20 durch 2. War nämlich nur ein kleiner Hüpfer. Der Punkt ist 23 und der Punkt ist 24. So. Und dasselbe machen wir jetzt auf der anderen Seite.
Auch wieder 23. Natürlich wieder falsch bemaßt. 19 durch 2. Ups, ich habe einen Fehler entdeckt. Der ist mir jetzt gerade erst ins Auge gestochen. Natürlich 20 durch 2. 10. Und jetzt kommt eine kleine Besonderheit. Wir zeichnen da rein. Und trimmen das Stück weg. So, natürlich können wir das jetzt auch bemaßen. 19 durch 2. Passt. Und 1,3 breit. Jetzt können wir auch noch eben das einmal rückgängig, genau den Punkt und den Punkt bemaßen. Das waren 21. Nehmen wir raus den und den Punkt. Waren 23, dann haben wir den Punkt schon mal wieder richtig. So, jetzt nehmen wir den nächsten. Der ist 29 lang. Und den letzten Maß brauchen wir nicht setzen. Weil den setze ich hier mit. So. Und da das Maß stimmt, stimmt auch der Teil. Bemessen haben wir. Setzen die Maße noch mal schön ein bisschen hin. Wir haben ja das alles soweit schön gemacht. Jetzt fehlt natürlich noch eine Phase. Und zwar an die. Ja, ist hier in Ordnung. Wir haben da eine Phase von 1x45. Das heißt, so. Aber die können wir auch gleich zum Schluss dran machen. Jetzt wollen wir erstmal daraus ein Vollmaterial machen, indem wir das Komplette nehmen. Ups, habe auf den falschen gedrückt. Natürlich rotierend. 360 Grad. Natürlich nicht die Rotationsachse angeben, so wie ich jetzt gemacht habe. Das ist nämlich falsch. Sondern wir geben diese Rotationsachse an. Also immer darauf achten, welche Achse soll genommen werden. Deswegen habe ich ja die Mittellinie gezeichnet und haben somit unsere komplette Welle fertig oder Walze. Jetzt wollen wir natürlich hier vorne noch eine Phase dran machen.
von 10 mm. Auf 45 Grad. Ups. Ein Fehler von mir, 1 mm. Na. 1. Jetzt passt das. War nämlich nicht 10 mm, waren 1 mm. Richtig gelesen, falsch umgesetzt. So, jetzt müssen wir noch eine Bohrung reinmachen. Gut, dass wir den Bohrungsassistenten jetzt nutzen können. Und zwar Bohrungsassistenten nutzen mit demselben, den ich jetzt genommen habe, und zwar gerade Gewindebohrungen. Gewindebohrung in M6, genau, soll in einem gesamten Maß von nicht 61, sondern Gewindemaß haben wir auch nicht. Doch mit Gewindebeschreibung. Formsenkung oben haben wir auch nicht. Dann nehmen wir das komplette in 17. So, komplette. Nee, das ist. Hier wird 17 und hier oben wird 15. Dann haben wir auch das Maß, so wie wir es haben wollen. So, jetzt positionieren wir das natürlich wieder in unserer 3D-Skizze. Irgendwo hin. Sagen, das Ding soll mit dem konzentrisch sein. Dann haben wir es auch mittig. Somit ist unsere Bohrung genau so, wie wir das haben wollen. Gezeichnet haben wir es drin mit Bohrungsangabe. Und somit haben wir die obere Walze schon mal fertig. Bauen wir das nächste. Und zwar die Unterwalze. Ein guter Tipp von mir, wenn ihr es abspeichert, speichert es euch in der Reihenfolge, wie ich es jetzt gemacht habe, in Bauteilen. Damit ihr die Bauteile später zusammensetzen könnt. Oder eben halt mit dem Namen Oberwalze, Unterwalze, vielleicht danach auch die Teilenummer. Weil wenn ihr irgendwann mal Zeichnungen bekommt, habt ihr eine Teilnummer und eine Teilbenennung. In der Teilbenennung steht meistens immer der Name Ober- oder Unterwalze. Und in der Teilnummer, für die man nachher in der Großansicht, wo man alles zusammen hat, hat man die in der Teilnummer ja auch katalogisiert. Somit habt ihr dann auch die Übersicht bei der ersten Erstellung, dass ihr alles chronologisch gesichert habt. Gut, fangen wir jetzt mit der Unterwalze an. Wir fangen genauso wieder an, machen eine Mittellinie. Willkürlich sagen dieser Mittelpunkt wieder mittig da drauf und deckungsgleich. So. Wir machen direkt fest, dass diese Linie 144 lang ist, dann kann uns nichts mehr abhauen. Auch hier können wir wieder dasselbe machen. Wir können alles wieder einmal durchzeichnen, danach bemaßen. Ich zeige euch das jetzt noch mal anhand meiner Funktion. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Steigungen. 1, 2, 3, 4, 5. Und die letzte noch, was lang ist. So.
Eines können wir schon mal mit maßen. Das ist das hier. Das sind die 50. Das nächste ist dasselbe wie vorhin. Die erste Steigung ist na komm. Noch will er nicht. Den Punkt können wir schon mal wegnehmen, der stört. Acht lang. Der nächste ist 17. Dann kommt ein großer Step. Der ist 37. Der nächste große Step ist 43. Na komm. Wollte nicht 43. So, dann haben wir noch das letzte. Wir hier das Komplettmaß setzen. Das Komplettmaß ist 45,5, wie bei dem vorherigen Teil. Jetzt bemaßen wir genauso. Auch die Größen, das waren 18 durch, ach nicht 18, 14 durch 2, das sind 7 genau. Das nächste ist 18 durch 2. Das nächste wird dann wieder die 20 durch 2. Und dann kommt 23 durch 2. Dann haben wir noch die 24 durch 2. Und das Gesamtmaß von 37,62 durch 2. Dann haben wir die eine Seite der Welle schon mal fertig und können uns dann an die nächste Seite machen, indem wir dann hier runterzeichnen.
So. Die Bemaßung haben wir soweit. Jetzt müssen wir noch kurz die kleinen Teile bemaßen. Wir haben hier wieder ein Maß von 16 durch 2. Das ist 19 durch 2. Horizontal verbunden bleiben. So. Dann können wir jetzt das bemaßen. Das sind dann die 1,3. Und jetzt können wir einfach mal auf die Länge bemaßen. Und zwar einmal hier. Da haben wir die 13. Von hier nach hier sind 21. Dann haben wir noch von hier nach hier 40. Und von hier nach hier sind es 46. Natürlich bräuchte ich das jetzt eigentlich nicht zu machen, aber ich tue es trotzdem. Einfach nur zur Kontrolle, ob das mit der Zeichnung übereinstimmt. Und da haben wir 48,5. So. Natürlich passt das. Die 48,5 bräuchte ich ja nicht, weil ich hier das Hauptmaß eingegeben habe. Wir können natürlich jetzt direkt von vornherein wieder die Phase anzeichnen. Mache ich aber gleich wieder. Oh, die Skizze ist irgendwo offen. Na, die hat er geschlossen. Gut. Und auch direkt den richtigen Punkt oder Linie genommen. So, jetzt haben wir die Walze. Machen schnell noch eine Verrundung rein. Naja, eine Verrundung ist natürlich falsch. Wir wollen eine Phase. Und die Phase kommt diesmal hier hin. Hier haben wir eine Phase wieder von 1 mm mal 45 Grad. Die haben wir jetzt drin. Und nun kommt der Bohrungsassistent wieder auf die richtige Seite. Wir haben hier genau dasselbe. Wir haben nicht 19, wir haben hier 17 und hier haben wir 15. Setzen die erstmal irgendwo wieder hin. Sagen, das Ding soll wieder konzentrisch sein und schon haben wir unsere 6 mm Bohrung wieder in der Mitte. Pop und fertig ist die Oberwalze, die Unterwalze. So, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen hoch da, subscribt oder schreibt mir Kommentare, was man besser machen könnte. Ich werde natürlich alle eure Kommentare dazu lesen und wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Bis zum nächsten Mal.